1811, kurz nach dieser Teilung von Ulm und Neu-Ulm. Der hat eben ganz lange an seinem Flugapparat gearbeitet, eher heimlich. Die Schneider, er war wirklich ganz mutig und ein Herd, weil er hatte seine Traum nicht aufgegeben. Er wurde dann gezwungen, sein Flugexperiment eben da an der Donau zu machen, obwohl er eigentlich das Ganze mit seinem Modell am Michelsberg in Versuchen ausprobiert hat, wo die Thermik eine ganz andere war. Ja, er wurde gezwungen, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Das war dann sozusagen eine Schande von Ulm, dieser Schneider. Aber jetzt ist sozusagen einer der ersten Menschen, die wirklich fliegen konnten. Ich bin der Martin Gab, bin seit 2013 beim Heoka Theater als Schauspieler und gelegentlich auch als Musiker tätig. Und jetzt in diesem Stück spiele ich einen Märchenerzähler, der mit allerlei Zauberkoffern und seiner fahrenden Marktleutetruppe den Leuten die Geschichte vom Börblinger erzählen will und der sich währenddessen immer mehr in den Börblinger selbst verwandelt. Ich muss mal kurz noch gucken, wie du, als wenn du den Text nicht in der Hand hättest, Würdest du theoretisch einfach mal gucken, ob es geht. Kommst du an den Koffer ran, dass du so tun kannst, als würdest du ihn öffnen. Du sollst ihn gerne drauf kriegen. Ja, okay, ich kann ja hier mal probieren, genau. Ob es geht und da mal. Ja, genau. Du musst ein bisschen mehr kannst zeigen, dass du den aufmachen willst. Ja, okay. Das heißt, vom Körper her und von der Haltung würde es gehen bei dir, oder? Ja, alles in Ordnung. Super. Dann können wir die Geschichte so erzählen, wie wir sie erlebt haben. Es war einmal ein tapferer Schneiderlein. Siebene auf einen Streich. Warst du, du Depp. Es war einmal ein tapferer Schneiderlein. Oh Mann, das kannst du richtig öffnen. Schnappst auf. Es war einmal. Es war einmal ein tapferer Schneiderlein. Und dann irgendwie brauchst du mit so einem Schluss. Rums. Ja, er hat sich zwar ziemlich lang verspotten lassen müssen, aber heute feiert man ja gerne seinen Geburtstag. Und ich würde mir wünschen, dass Leute, die eben ein bisschen außerhalb der Norm sind, wie es unsere Regisseurin auch schon erläutert hat, dass die einfach mehr akzeptiert werden.